Vaterbauer Roland. Ich bin der Eigentümer von dem MG KN Special von 1935. Das Auto ist in den 40er Jahren so aufgebaut worden, mit dieser Karosserie. Er hat die von Mr. Knight bekommen in England und hat ein paar Rennen gefahren. Und dann Ende 40er Jahre ist er aufgebaut worden von 1273 Kubik auf 1409. Und dann Ende 40er Jahre hat der Mr. Knight das Auto seinem Sohn weitergegeben. Sein Sohn hat dann Ende 50er Jahre hat er dann den Kompressor, der da vorne drauf ist, aufgesetzt. Der ist außerhalb nicht abgedeckt. Ist ein Goodfrey-Kompressor. Ein Goodfrey-Kompressor kommt von dem Hersteller, der auch Marshall-Kompressor gemacht hat. Und der hat für bestimmte Rennfahrzeuge, hat er dürfen eigene Kompressor bauen. Und das sind Goodfrey-Kompressor. Wie bin ich zu dem Auto gekommen? Ich bin vor mehr als 10 Jahren bin ich mal auf Genf gegangen. Und dort habe ich einen Mäntel getroffen, einen älteren Mäntel getroffen, in einem Kaffee. Das Kaffee war voll. Ich wollte ein gutes Kaffee, ich wollte ein gutes Croissant. Und dann gehst du halt in einen Kaffee, der gut belebt ist. Und das war sehr gut belebt. Bei ihm war ein Plätzchen frei, sind wir dazu angeguckt. Oder ich bin dazu angeguckt. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir beide Benzin im Blut haben. Wir sind ins Gespräch gekommen und relativ früh schon in dem Gespräch ist es dazu gekommen, dass ich gesagt habe, mein Traum wäre mal einen Vorkriegsrennwagen zu haben. Oder einfach einen Vorkriegswagen zu haben. Da hat er gemeint, er hätte einen. Und er würde ihn einfach kaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann mir das nicht leisten. Und zu dem frühen Gespräch hat er mir damals schon gesagt, dass soll ich mir keine Sorgen machen, das sei dann seine Entscheidung. Und wir haben dann weiter geredet. Irgendwann war es Mittag, da sind wir zusammen an den See runter, gehen ein Fischli essen. Nach dem Fischli sind wir dann ein bisschen laufen, weil man braucht dann auch einen Spaziergang, einen Verdauungsspaziergang. Da sind wir so ein bisschen am See entlang gelaufen, es war ein wunderschöner Samstag. Nachmittag war. Und wir haben dann so ein bisschen dahin geredet über alles Mögliche, hauptsächlich Auto. Dann irgendwann einmal schaut er so auf die Uhr und sagt, ja, in Plage wieder ein Hüngerli. Unterdessen war es 5:30, 6 Uhr. Ob ich mitkäme? Und ja, gern, selbstverständlich. Und dann hat er gefragt, ob es echt okay sei, wenn er seine Frau noch mitnehmen will. Und dann habe ich gesagt, selbstverständlich. Nehmen wir mal die Frau mit, oder? Dann sind wir in den Berg rauf, dann sind wir wieder ein Fischli essen. Und irgendwo so 9:30, 10 Uhr am Abend fragte mich, ob ich das Auto überhaupt mal sehen möchte. Wir haben immer wieder mal jemanden von dem Gerät und dann wieder mal ein paar andere Sachen. Und dann habe ich gesagt, ja, sehr gerne. Und dann hat er gemeint, ja, er müsse seinem Kollegen anrufen, weil das sei der Geschäftsführer vom Musée d'Automobile in der Palexpo. Das hat es damals noch gegeben. Das war der Palexpo und ein Automuseum. Das Auto stieche schon seit 5-6 Jahren dort drin. Und dann hat er dem aufgelötet. Dann hat es geheißen, um 9:45 Uhr am Abend treffen wir uns im Hintereingang vom Museum. Also sind wir dort angegangen. Unterdessen bin ich schon über 12 Stunden in Genf gewesen. Zusammen mit dem Mäntel und dann sind wir dort im Hintereingang gestanden. Dann ist sein Kollege gekommen. Dann habe ich noch Privatführung durch das Museum bekommen. Und irgendwann, es hatte ein paar Vorkriegswagen gehabt, unter anderem auch MG. Und dann habe ich irgendwo in der Ferne habe ich dann
die Schnauze von dem Auto Führerwagen. Ich habe ihn so ein bisschen auf die rechte Seite des Autos gesehen. Habe ich gesehen, dass dort mehr wieder vier Röhrchen rauskommen. Also muss es ein Sechszylinder sein. Und dann habe ich so von weitem habe ich so gesagt, schau, so etwas wie dort vorne, das wäre es eigentlich. Und dann sagt er so, das ist ein. Dann sage ich, ja sicher nicht. Dann sagt er, mal, das ist ein. Und dann sind wir dort zu vorne gelaufen. Und dann hat er gesagt, wieso der? Und dann habe ich gesagt, weil der nicht aussieht wie ein typischer MG. Und der sieht ein bisschen aus wie so ein herziges, kleines Druckchen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein relativ böses Geschirr ist. Und dann sagt er, wegen warum? Dann sage ich, ja, er hat vorne einen Kompressor drauf und auf der Seite mehr wieder vier Röhrchen. Also muss es irgendetwas sein, das wahrscheinlich recht läuft. Dann hat er gesagt, ja, das sei einer der schnelleren MGs. Dann sind wir so bei dem Auto zugestanden und dann fragt er mich dann irgendwann einmal, ja, und, wetschen? Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich kann mir das nicht leisten. Und dann hat er gesagt, lass das mein Problem sein, das habe ich dir heute Morgen schon mal gesagt. Was kannst du zahlen? Und dann habe ich mir so gedacht, ja, heiter. Jetzt musst du Nägel mit Köpfen machen. Und dann habe ich mir so überlegt, was habe ich zur Verfügung? Was muss ich noch rechnen, um ihn wieder auf die Straße zu bringen, weil er doch 5-6 Jahre im Museum war. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht gewusst, dass das Auto noch gar nicht verzollt war. Also das wäre dann auch noch notwendig gewesen. Er ist schon seit vielen Jahren eigentlich in der Schweiz gestanden, aber er war nicht verzollt gewesen. Und dann, gut. Dann habe ich ihm einen Preis gesagt und hat er gesagt, jawohl, ist gut. Und dann habe ich gesagt, sicher nicht, das gibt es gar nicht. Und dann hat er gesagt, mal, das sei es. Und dann habe ich gesagt, nein, das gibt es gar nicht. Und dann haben wir dann irgendwann in der Nacht haben wir uns dann verabschiedet und dann bin ich heim und abgemacht, ich komme am nächsten Morgen retour und komme dich holen. Weil ich habe mir auch gedacht, also, das Eisen, das musst du schmieden, solange es heiß ist. Weil, weiß nie, vielleicht kommt er irgendwann einmal auf einen anderen Gedanken. Was waren Schlüsselmomente mit dem Auto? Der erste Schlüsselmoment war der, ich hatte gar keinen Platz im Auto. Ich bin viel zu gross, ich bin 1,96 m gross und ich bin eigentlich gar nicht gebaut für solche Autos. Also haben wir entsprechende Anpassungen müssen machen. Das ist eigentlich ein No-Go, ja, wenn man so eine alte Karosserie aus den 40er Jahren anpassen kann. Aber ich habe schlussendlich gesagt, ich muss es machen. Dann haben wir das gemacht, wir haben ihn wieder zum Leben erweckt. Und verzollt, vorgeführt. Jetzt habe ich einen getunten Go-Kart mit Strassenzulassung. Weil das Auto das wiegt 570 Kilo und hat gut etwa 160 PS. Und das ist enorm viel und das ist enorm lustig. Und ich habe schon viele Schlüsselerlebnisse mit dem. Das letzte, was ich hatte, war letzten Donnerstag am Klausen. Am letzten Donnerstag auf dem Klausen haben wir absoluten Plausch gehabt. Wir sind im Schnee, im Regen, in der Kälte, im Nebel, überall sind wir unterwegs gewesen, bis ich so kalt war, dass ich gesagt habe, jetzt ist gut. Aber das sind doch auch, was sind das? Das sind gut 4-4,5 Stunden gewesen, wo wir dort gewesen sind. Und es hat einfach nur den Plausch gemacht. Was auch noch interessant ist, ist die Geschichte, warum der Vorbesitzer das Auto verkaufen wollte. Er ist viel mit dem Auto an Veranstaltungen gefahren im Raum Genf
Und auf der französischen Seite, im Lac Le Mans, hatte es ein Rennen, auch ein Bergrennen. Und dort war es anscheinend so, dass es dort also die Strassenbreite ist etwa 1,5 Fahrzeuge war. Man muss sich vorstellen, auf der rechten Seite haben wir Felsen gehabt, auf der linken Seite war es Geländer und dann stark abfallend Wald. Und er ist hinter einem her geschossen gekommen. Und dann hat's, vor ihm hatte es eine Kombination gehabt, links-rechts. Und dann ist der vor ihm, ist schon ein Moment vor ihm gewesen, ist dann rechts übergegangen und der gemeint, er hat einen Platz, dass er links vorne schiessen kann. Gut. Er ist vorne geschossen. In dem Moment zieht der andere in die Linkskurve rein. Die zwei Autos kommen mit den Hinterrädern so zusammen. Und die hat es, ich weiss nicht wie oft, gedreht. Und sie sind dann schlussendlich zum Stand gekommen. Oder zum Stehen gekommen. Die hatten riesige Schweine gehabt. Die Autos sind nie angeschlagen. Nicht am Fels, nicht am Geländer. Es ist keiner zu der Karren ausgefallen oder sonst irgendwie etwas. Man hat etwas mechanische Schäden gehabt, vor allem beim Hinterrad. Bei dem zumindest. Und das war für ihn das Zeichen gewesen, das Auto muss eine jüngere Hand. Und von dort weg hat er das Auto eingestellt im Museum, in der Palexpo in Genf. Und hat es dort eingestellt und hat dann irgendwann einen Käufer gesucht dafür. Interessant ist auch noch, ich bin den Grossglockner auch noch gefahren. Der Grossglockner ist eine der Teststrecken für Bremsen. Das ist ein relativ langer Berg, der geht hoch rauf. Anscheinend hat ein Engländer, der Mark Dalton von England, der hat Bilder gesehen, Ausschnitte gesehen vom Grossglocknerrennen und hat mich dann über interessanterweise über Facebook hat er mich angefragt, ob ich der Eigentümer bin von dem Auto. Und dann, so bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass sein Vater der Vorvorbesitzer war von dem Auto. Sein Vater ist mit dem Auto auch in Goodwood schon gefahren. Hat das Auto relativ lang gehabt. Hat dann zwischenzeitlich auch probiert, mal einmal den Kompressor von vorne eigentlich wegzunehmen in den Innenraum des Autos. Darum sind die Bubbles auch in der Haube drin. Es gibt viele Kompressorfahrzeuge, die Kompressor gerade neben dem Motor haben. Und das macht man wegen dem, weil die Betriebstemperatur ist dort anders. Er hat sich dort daraus versprochen, dass das Auto vielleicht noch schneller könnte sein nachher. In Tat und Wahrheit hat sich herausgestellt, das ist nicht so gewesen. Und er hat dann wieder den Kompressor wieder vorne aufgebaut. Und auch er hat mir dann bestätigt, dass es so ist, dass der MG KN Special, das steht KN steht für Knight, also der Ritter, das war der Erstbesitzer gewesen, dass das einer der schnellsten MGNs ist oder Vorkriegs-MGs überhaupt ist. Kann man das sehr gut vorstellen. Das macht nämlich wirklich brutal Spass, das Ding auf der Straße zu bewegen. Das Geniale übrigens auch an Vorkriegsfahrzeugen ist, wenn man Leute trifft, die Vorkriegsfahrzeuge haben, wenn man das hat mit anderen Fahrzeugen, mit Nachkriegsfahrzeugen, wenn man irgendwo in einem Amerikaner-Club ist oder in einem Mustang-Club oder Corvette oder in einem Jaguar-Club oder sonst etwas, dort geht es viel mehr eigentlich um die Person. Und ich musste feststellen, bei den Vorkriegsfahrzeugen geht es auch um die Person, aber in erster Linie geht es darum, du hast das Gleiche wie die anderen. Aber es ist Vorkrieg, es muss nicht die gleiche Marke sein. Und das kann irgendein Vorkrieg sein, das ist völlig wurscht. Und das ist eine Gemeinschaft, die nicht darauf schaut, wer bist du, woher kommst du, was verdienst du und so weiter und so fort. Das ist völlig wurscht, das ist völlig irrelevant. Wichtig ist, du hast Vorkriegsblut in den Adern. Und das finde ich auch eine unheimlich schöne Geschichte.